Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal, nämlich Farming Simulator 17. Wir spielen momentan die aktuellste Version, die es gibt und auch mit folgenden Mods. Kann ich euch mal kurz zeigen. Also ich habe die ganzen Giants Mods halt installiert, die es zurzeit gibt. Ja, hier zum Beispiel auch dass die Bodenbeschaffenheit, platzierbare Nachfülltanks, Fruchtzerstörung, Reifenverschmutzung. Ja, das Heumer-Pack ist jetzt noch gekommen. Ja, und was ihr sonst hier noch so seht. Ja. Und dann starten wir einfach mal Karriere. Löschen mal diesen Speicherstand hier. Und starten einfach mal neu. Ich habe jetzt erstmal... Aber ich stelle mal auch schwer. Muss man dann mal gucken. So, und dann halt spielen wir die Map Goldcrest Valley. Charakter hatte ich jetzt hier erstmal so ein bisschen rötlich gemacht. So. Und dann kann man jetzt hier die Mods an- und abwählen. Live-Control nehme ich erstmal raus. Die muss ich auf jeden Fall, denke ich mal, noch updaten. So, und dann würde ich sagen, starten wir mal. So, jetzt können wir auch schon loslegen. So, eine Einführung brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann gehen wir auch mal gleich für unser ersten kleinen Farm hier. Da steht auch schon der Treasure bereit. Und dann enden wir das jetzt erstmal ab. Hier haben wir auch schon den Ladewagen. Den können wir dann füllen, wenn wir hier fertig sind. So, Motor starten. Und Drescher aufklappen. So, dann müssen wir jetzt hier noch ankoppeln. Und den Drescher anschalten. So, dann fahren wir jetzt erstmal das Stück ab. So. Machen wir mal Tempomat rein. Kümmern uns erstmal um das erste Feld, Feld 15. So starten halt wirklich alle. So. Ja, wie gesagt, das erste Mal, dass ich hier ein Video zum Landwirtschaftssimulator mache. Und weiter geht's. Oh. Wieso hat er das jetzt nicht runtergemacht? Na, doch, hat er gemacht, okay. War gerade ein bisschen komisch aus. Ja, wie gesagt, ich werde auch, wir haben auch einen eigenen Server. Da werden wir dann auch zusammen ein bisschen farmen und mit dem Desperator zusammen. Und ja. Das kommt dann in den nächsten Folgen. So. Das wird jetzt eine Weile dauern hier mit dem Feld. Kann das ja nachher dann nochmal zusammenschneiden. So, 15.000 haben wir momentan. Achso, Date and Time hätte ich noch abschalten müssen. Jetzt ist es oben doppelt gemoppelt da mit der Zeit. Enden wir das Feld erstmal in Ruhe ab und ich melde mich dann, wenn ich hier fertig bin. Dann bis gleich.
So, mein Mähdrescher ist voll, deswegen bringen wir jetzt mal auf den anderen Wagen hier, auf den Case und starten mal den Motor und holen uns mal das Weizen. Dann können wir das auch gleich verkaufen, müssen wir mal gucken, wo wir da am meisten Geld kriegen. Auf die andere Seite fahren hier. Na, ist noch ein Stück zu weit weg. Müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier nichts kaputt machen. Oh, jetzt befällt er auch schon. Ja, wie gesagt, auf schwer startet man mit 15.000. Natürlich recht wenig. Muss sich natürlich dann erstmal alles erarbeiten. Aber wir haben jetzt ein Stück weit mehr als die Hälfte abgeerntet. Können wir auf jeden Fall nachher nochmal den Wagen wegbringen, wenn wir hier fertig sind. Oh, dann können wir ja schon mal gucken, wo wir das denn hier verkaufen. Weizen. 427, Gomez Rich Acres. Dann markieren wir das jetzt hier. Jetzt haben wir quasi auf der Karte denn. Haben wir jetzt einen Laserstrahl, nenne ich den auch. Wo ist er? Ist jetzt nochmal speichern müssen? Nein. Gomez Rich Acres. Da unten irgendwo soll er sein. Da sieht man jetzt hinter den Bäumen nicht. Da seht ihr den Strahl da hinter dem einen Baum. Da müssen wir jetzt gleich hin. Aber wir sind noch nicht ganz voll, deswegen. Ja, obwohl wir können eigentlich schon einmal fahren wir mal dahin. So, Plan schließen. Und dann fahren wir mal los. Gehen wir mal unser erstes verkaufen. Unsere erste Fracht, unser erstes Gut. So, wir müssen jetzt hier runter, oh Gott. Oha, oha, sind wir hier richtig? Ja, hier ist die Eisenbahnstrecke. Aber wir können hier hinten runterfahren, genau. So, wir müssen jetzt nach links. Mal, dass der Preis noch so lange stabil bleibt. Jetzt einfach mal auf der Hauptstraße hier. Achtung, Fußgänger. Oh. So, wo ist denn der Strahl? Da hinten leuchtet er. Ihr könnt das nämlich ganz einfach euch markieren, wo ihr das abgeben müsst. Beziehungsweise wo ihr das abgeben wollt. Ich fahre jetzt hier einfach mal geradeaus durch. Glaube ich auch gleich da. Einmal hier um die Kurve rum. In der nächsten Folge kann ich euch ja auch noch mal ein paar Missionen zeigen, wo man ja auch ganz gut Geld verdienen kann. Boah, jetzt müssen wir nur noch geradeaus fast. Hier vorne ist es. Ah ne, wir müssen ja auf dem Feldweg. Aber war eh gerade nicht so viel Verkehr. Das sind quasi so die ersten Sachen, die ihr auf der Farm macht. Mit den ersten Gerätschaften, die ihr habt. Und die Plane wird schon ganz schmutzig. So, und jetzt brauchen wir das nachher hier nur noch abladen. Ich dachte, wenn das mit dem Weizen fertig ist, muss ich dann hier das nochmal abladen. So. Und jetzt einfach nur. So, jetzt gibt er das ab. Jetzt kriegen wir halt ein bisschen Geld. Jetzt war noch nicht allzu viel.
Haben wir jetzt ein bisschen Geld, haben wir jetzt plus gemacht. So, dann fahren wir wieder zurück. Ja, ich würde mich sonst melden, wenn ich mit dem Weizenfeld fertig bin, wenn ich mich um das nächste Feld kümmere. Alles klar, dann bis gleich. Mission aufploppen. Wie viel haben wir jetzt hier in dem Silo? Tempomat hier abladen. Befüllung starten können wir hier noch machen. Ich kann mal gucken, ob man das hier vielleicht irgendwo sieht. Kartenübersicht. Hier haben wir auf jeden Fall Raps drin. Hier haben wir das hier, das Schwarze. Das ist, was haben wir denn hier im Feld 12? Ich glaube, das ist, das müssen wir erstmal, was rauffahren. Also das hier scheint, also das ist auf jeden Fall Weizen und das ist Raps. So, wir gucken jetzt mal, ob man das Silo hier irgendwo sieht. Und irgendwo den Füllstand sieht. Lagerkapazität 100.000. Ne, man sieht jetzt nicht genau. Mal, kann man das irgendwo sehen? Einen Moment. Daniel. Ja? Wo sieht man nochmal, wie viel im Silo ist, wie viel da schon drin ist? Da nimmst du dir den Trecker mit dem leeren Hänger. Ja. Fährst vorne, nicht hinten, wo du ablädst, vorne, ja, ist da so ein Rohr, fährst da drunter, ja, und dann hast du, ja, musst du R drücken dann, wird dir dann angezeigt. Ja, Befüllung starten steht da. Richtig, da drückt R. Ja, ah, alles dann klar. Dann siehst du, wie viel drin ist. Und dann kannst du nach rechts nochmal durchgehen, aber nicht starten jetzt die Befüllung. Nee, okay, alles klar. Gut, dann weiß ich erstmal Bescheid. Dann bis gleich. Ja, bis gleich. Microphone muted. Ja, also ihr fahrt jetzt hier einfach unter den Befüllungsautomaten, drückt dann Befüllung starten und dann seht ihr 6091 Liter sind da jetzt drin und dann könnt ihr das hier abholen. Also 100.000 Liter passen auf jeden Fall rein. Bei Ihnen jetzt erstmal wieder zurück. Den lassen wir erstmal hier stehen, weil das dauert jetzt erstmal alles eine Weile, bis wir hier weiterkommen. So, stellen wir den erstmal hier in unserer Garage ab. Jetzt einparken ist auch immer sehr schön, kennt man ja von Eurotruck. Ah, es ist wieder mit so einer Deichsel hier. Na, nehmen wir das jetzt mal so. Ne, den lassen wir einfach jetzt mal hier stehen. So, bleibt jetzt hier stehen. So, den schalten wir erstmal aus. Wir auch erstmal wegfahren. So, dann fahren wir jetzt erstmal hier rein. So, der bleibt hier erstmal stehen. So, und jetzt nehmen wir den New Holland. Kuppeln den erstmal an. So. Und dann können wir auch schon probieren. Senken wir den und fahren los. Ja, das ist jetzt quasi das Feld mit Raps, genau. Raps. Aber das wird jetzt einmal durchgekrobbert. Es geht ein bisschen schneller. Reihe. Jetzt muss man aufpassen, dass sie schön aneinander sind, dass da nicht so viele Lücken sind. Ihr seht jetzt hier rechts, habe ich da ein paar Lücken gelassen.
am Rand. Oh, oh. Ja, da müssen wir nochmal zurück. Da muss man immer versuchen, die Spur so ein bisschen zu halten. Ich glaube, durch diesen, sag ich mal, die Bodenwellen kommt er manchmal von der Spur ab. Durch die Unebenheiten. Und dann würde ich sagen, melde ich mich dann wieder. Wenn ich denn das Feld hinter mir habe und wir uns dann um das nächste Feld kümmern. So. Alles klar, dann bis gleich. Ja, also ihr fahrt jetzt hier einfach unter den Befüllungsautomaten. Drückt dann Befüllung starten. Und dann seht ihr, 6091 Liter sind da jetzt drin. Und dann könnt ihr es hier abholen. Also 100.000 Liter passen auf jeden Fall rein. Bei Ihnen jetzt erstmal wieder zurück. Den lassen wir erstmal hier stehen, weil das dauert jetzt erstmal alles eine Weile, bis wir hier weiterkommen. So, stellen wir den erstmal hier in unserer Garage ab. Rückwärts einparken, ist auch immer sehr. So, der bleibt hier erstmal stehen. So, und jetzt nehmen wir den New Holland. Kuppeln den erstmal an. So. Und dann können wir auch schon probieren. Senken wir den und fahren los. Ja, das ist jetzt quasi das Feld mit Raps, genau. Raps. Aber das wird jetzt einmal durchgekrobbert. Es geht ein bisschen schneller. Reihe. Jetzt muss man aufpassen, dass sie schön aneinander sind, dass da nicht so viele Lücken sind. Ihr seht jetzt hier rechts, habe ich da ein paar Lücken gelassen. Am Rand. Oh, oh. Ja, da müssen wir nochmal zurück. Da muss man immer versuchen, die Spur so ein bisschen zu halten. Ich glaube, durch diesen, sag ich mal, Bodenwellen kommt er manchmal von der Spur ab, durch die Unebenheiten. Und dann würde ich sagen, melde ich mich dann wieder, wenn ich denn das Feld hinter mir habe und wir uns dann um das nächste Feld kümmern. Alles klar, dann bis gleich. Ja, jetzt haben wir das ganze Feld hier durchgegrubbert. Haben wir erstmal wieder grubber heben hier, grubber zuklappen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was jetzt hier uns bei Feld 12 erwartet. Hier ist jetzt schon gegrubbert. Ich habe jetzt zwar Flügen angestellt, aber Flug habe ich mir jetzt noch nicht gekauft. Weil das kostet ja auch erstmal Geld. Und jetzt kümmern wir uns quasi hier um die Saat. So, wir haben jetzt hier, mal kurz gucken, erstmal ankoppeln. So, wir haben jetzt hier erstmal volle Saat. Das ist jetzt Saat. Achso, Dünger ist hier auch, ne, das ist Saat, genau. Saat, 700 Liter, 500 Liter. Gucken wir mal, was das jetzt für eine Frucht ist hier. Das ist auch wieder Weizen, wie es aussieht. Genau. Also machen wir jetzt Weizen da drauf. So, dann machen wir Sämaschine senken. So, Sämaschine anschalten. Plane können wir eigentlich öffnen. Ja. Gut, dann geht's los. Dann fangen wir jetzt. Achso, ich muss hier das Ding noch ausstellen.
So, und dann geht's los. Dann fangen wir jetzt an zu sehen. Dann quasi der letzte Schritt. Und dann haben wir erstmal so den Anfang erstmal gemacht. Hier müssen wir auf jeden Fall nachher noch düngen. Da muss ich dann mal gucken. Gut, dann würde ich mich melden, wenn ich hiermit durch bin. Bis gleich. So. Oh, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verfahren. Da fahren wir nochmal zurück. Kann ja mal passieren. So, fahren wir hier nochmal rüber. Ja, also es ist eine See- und Düngmaschine zusammen. Das ist quasi, ja, doppelt. Also, dass es halt gleich sät und gleich einmal gedüngt ist. Sodass das dann erstmal in Ruhe wachsen kann. Weil, wie gesagt, eine normale Düngermaschine haben wir jetzt am Anfang noch nicht. Also die nur düngt, die halt das quasi so rausspritzt zum Beispiel, haben wir hier noch nicht. Deswegen müssen wir dann das erstmal mit dem Gerät machen, was uns hier erstmal zur Verfügung steht. Und dann müssen wir später mal gucken, was für Gerätschaften wir uns dann noch holen. Ja, das wird auch nochmal eine kleine Aufgabe sein hier. Mit der Sämaschine könnten wir auch gleich dann ein Feld weiter, Feld 14, könnten wir dann auch nochmal direkt einmal machen. Oh, aufpassen hier. Jetzt hier irgendwas vergessen? Ne, alles gut. Gut, ja. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal an dieser Stelle und habe euch jetzt erstmal so die drei Gerätschaften und halt den Ladewagen gezeigt. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann wir sehen und hören uns dann, wenn es mit meiner Farm ein bisschen vorangegangen ist. Alles klar, vielen Dank. Tschüss.